das, was Böhmermann gesagt hat in seinem angeblichen Schmähgedicht, ist nicht allgemein bekannt. Da werden einige Fetzen rausgerissen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber ich lese Ihnen das mal vor, damit man weiß, was ist denn hier überhaupt gesagt worden. Sackdoof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner. Selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken, Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt Schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, der Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil, Rezept Fritzel Priklopil, sein Kopf so leer wie seine Eier, der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Meine Damen und Herren, da brauche ich nicht lange drüber nachzudenken. Hier werden Ressentiments bedient. Hier wird eine Person in ihrer Ehre ganz klar angesprochen. Die Justiz hat zu entscheiden, ob diese Ausdrucksweise in dieser Form noch gedeckt ist von der Meinungs- und Pressefreiheit, und zwar unabhängig von dem Paragraphen 103 des Strafgesetzbuchs. Aber lassen Sie das mal in Gänze auf sich wirken. Ohne Ansehen der Person versetzen Sie sich in Erdogan und überlegen, wie Sie dazu stehen würden.